Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es mal um ein neues Fahrzeug vom The Criminal Enterprise DLC. Und zwar in diesem Video werde ich für euch den Dinka Post Lude, das ist ein Coupé, den werde ich für euch dieses mal tunen. Und danach gibt es noch ein kleines Testvideo. Den könnt ihr bei Sirensandres Superauto erwerben. Und zwar für zwei Preise. Also einmal den Einkaufspreis für ungefähr 980.000 oder halt der ganz normale Preis, der beträgt dann 1.310.000. Ist eigentlich noch ganz in Ordnung, der Wagen, aber wir werden es in diesem Video auch noch näher sehen. Ich werde ihn jetzt, wenn ich den Wagen wieder habe, fahre ich jetzt mal in LS Custom rein und dann tunen wir den Wagen nochmal so ein bisschen auf. Ja, hier geht's auch schon rein. Perfekt, da sind wir auch schon drin. So, dann repariere ich den Wagen erstmal. Stoßstange, einmal Front hätten wir da. Können wir einmal entfernen, dann eine klassische Stoßstange. Dann die Retro-Stoßstange oder halt die lackierte Retro-Stoßstange. Dann können wir da noch so einen Ölkühler und so einen Haken anbringen. Dann nehme ich oder entferne ich einfach mal die Stoßstange. Dann Heck, da können wir auch einmal die Stoßstange entfernen. Dann eine klassische Stoßstange, Retro-Stoßstange oder halt die lackierte Retro-Stange. Und dann halt wieder so ein Drift-Glücksbringer und so einen Haken können wir anbringen. Ah, da entferne ich auch mal die Stoßstange. Also ja, ihr seht es schon an dem Fahrzeug, das ist eher so ein Retro-Fahrzeug. Oder ist so ein bisschen älter. Dann können wir noch den Luftlüfter ändern. Aber den lasse ich auch mal auf Standard. Da Motorabstimmung nehme ich Verbesserung 4. Dann können wir noch so ein Strebe einbauen. Aber mache ich jetzt auch erstmal nicht. Oder halt die Abdeckung können wir noch ändern. Ja, manchmal so eine Tarnabdeckung. Dann Auspuff, da hätten wir 19 Stück zur Auswahl. Einmal den Tuning-Auspuff, den gibt es auch nochmal in Carbon. Dann Track-Auspuff, auch wieder in Carbon. Dann den Hochleistungsauspuff, den gibt es auch nochmal in Chrom. Dann gibt es da so ein großes Endrohr, das gibt es auch nochmal in Chrom. Dann so ein Druckrohr, das gibt es auch nochmal in abgewinkelt. Oder halt in der schrägen Version. Dann hätten wir da noch so einen Auspuff. Da gibt es echt die verschiedensten Auspuffe. Ich lese euch das jetzt nicht alles vor, zeige euch die einfach mal. Also keine Ahnung, warum man so was sich ans Auto hängen soll, aber gut, dann nehme ich einfach mal den Hochleistungsauspuff, ganz normal. So, dann hätten wir noch einen Kotflügel, da können wir einmal die Leiste entfernen, so eine Plastikkotflügel können wir anbringen, dann Kotflügelverbreiterung, die gibt es auch nochmal in Sekundärfarbe oder halt in Carbon, da nehme ich die ganz normale Kotflügelverbreiterung. Dann können wir jetzt noch die Scheinwerfer abdecken, aber das lasse ich jetzt mal weg. Also ja, ich finde den Wagen eigentlich, nicht so cool, weil irgendwie ist das Tuning da komisch. So, wir können dann die Motorhaube entfernen, da Motorhaube in Sekundärfarbe. Dann gibt es da noch so eine Carbon-Motorhaube, die erhöhte Motorhaube in Primärfarbe und Sekundärfarbe. Die gibt es auch noch mal in Carbon. Dann so eine flache Motorhaube mit, so einem Lufteinlass. Damit so ein Power-Dome-Lufteinlass hätten wir dann nochmal. Die gibt es auch mal in der Farbe oder halt in Carbon. Dann die Motorhaube mit Doppeleinlässen. Gibt es auch mal in der Farbe oder halt in Carbon. Dann hätten wir noch die Hochleistungsmotorhaube. Auch wieder in der Farbe und Carbon. Oder halt die transparente Motorhaube. So, dann nehme ich einfach mal hier diese Motorhaube mit dem Lufteinlass. So, dann hätten wir den Innenraum, können wir noch ändern. Da können wir jetzt wieder einen richtigen Rennwagen draus machen. Aber das lasse ich jetzt auch mal weg. Da haben wir jetzt auch mal den Innenraum gesehen. Haben halt so ein, so alte Sitze. Dann, ein Lenkrad. Sieht alles halt ein bisschen älter aus. Sitze können wir halt auch noch ändern. Lenkrad, aber das lasse ich mal weg. Tür- und Scheinwerfer baue ich noch ein. Da hätten wir da 14 Designs. Ich zeige euch einfach mal alle. Dann kommt jetzt ein bisschen Musik. Thank you.
So Leute, das waren jetzt alle Designs. Da nehme ich aber erstmal kein Design. Finde ich alle irgendwie nicht so schön. Spiegel können wir jetzt noch ändern. Einmal so klassische Spiegel, dann die Retro-Spiegel, Rennspiegel oder halt die Carbon, da lasse ich. Oder nehme ich einfach mal die Retro-Spiegel, dann passt das irgendwie so ein bisschen. Nummernschild nehme ich gelb auf schwarz, wie sonst auch. Dann Lackierung mache ich ganz am Ende. Dach können wir jetzt noch ändern. Können wir eine Antenne einbauen, dann so einen Gepäckträger. So Dachflossen, die gibt es auch nochmal in Carbon. Oder halt den Chrom-Gepäckträger. Dann den Renngepäckträger. Oder halt so eine Auto-Dachbox. Oder halt einen Reifenstapel können wir noch anbringen. Da nehme ich einfach mal die Dachflossen. Also ja, diese Tuning-Optionen sind schon ein bisschen besonders. Aber gut, so, dann können wir noch eine Sonnenblende einbauen. Ah, lasse ich jetzt auch mal weg. Splitter können wir vorne noch. Also ein Plastik-Splitter, den gibt es auch mal in der Farbe. Dann so ein breiter Splitter oder den Tuning-Splitter oder den Rennsplitter hätten wir noch. Den gibt es auch mal in Carbon oder halt den Drift-Splitter. Da nehme ich einfach mal den Tuning-Splitter. So, Spoiler können wir hinten natürlich noch anbauen. Hätten wir mal so einen Heckgepäckträger. Dann so eine Plastik-Spoiler-Lippe, so ein hoher Spoiler. Den gibt es auch mal in der Farbe. Dann so ein Straßenflügel. Auch wieder in der Farbe. Dann so ein Stockcar-Flügel. Den gibt es auch nochmal in der Farbe oder halt in Carbon. Dann so ein GT-Flügel. Auch wieder in der Farbe oder halt den Carbon-GT-Flügel. Dann den Hochleistungsflügel hätten wir dann noch. Da nehme ich einfach mal hier diesen hohen Spoiler. Dann Federung, nehme ich Wettkampffederung. Dann Getriebe, baue ich ein Renngetriebe ein. Also ich finde, der Wagen sieht auf jeden Fall cool aus, wenn man den so tiefer legt. Und ich glaube, es ist, sieht ein bisschen aus wie so ein Stockcar Rennauto. Ja, weiß ich gar nicht, ob das so eins sein soll. So, Fenster nehme ich Limousinenglas. Die Reifen lasse ich erstmal auf Standard, weil ich finde die eigentlich ganz cool. So, dann gucke ich jetzt nochmal, wie oder ob ich die Lackierung ändere oder ob ich die dann ja, vielleicht auch so lasse. Ja, einen Innenraum mache ich mal, keine Ahnung. Ja, so ein Weiß, finde ich, sieht ganz cool aus. Obwohl vielleicht ein bisschen zu viel Weiß, aber gut. Primärfarbe, ja, weiß ich gar nicht. Dann nehme ich mal so einen dunklen Stahl. Und ich glaube, als Sekundärfarbe nehme ich einfach so ein Schwarz. Mal sehen, ob das gut aussieht. Ja, nehme ich einfach mal so ein Schwarz. Ja, ich finde, so sieht der Wagen eigentlich ganz cool aus. Also ich meine, ist ja immer Geschmackssache. Muss jeder selber wissen, wie er den Wagen so haben will. So, für den Preis könnt ihr jetzt den Wagen verkaufen. Also für ungefähr 800.000 ist eigentlich noch ganz in Ordnung der Preis, den man da wieder kriegt. So, dann kommen wir jetzt noch zum Test. Also, ja, was mir auffällt, vielleicht liegt es auch daran, dass man den Wagen so tiefer gelegt hat. Ja, weil also er fährt sich schon ein bisschen schwammig oder gibt, wenn man Gas gibt, dann kommt er nur leicht voran. Da drehen dann halt die Reifen erstmal durch. Weiß ich nicht, ob das an der Federung liegt oder ob das allgemein bei dem Wagen ist. Ja, also so vom Handling würde ich ihn jetzt nicht gut einschätzen. Also da gibt es auf jeden Fall andere Fahrzeuge, eher so Rennwagens oder Sportwagen, die da schon ein bisschen besseres Handling haben. Aber ja, sonst fährt er sich eigentlich soweit ganz gut. Und die Beschleunigung ist, bis auf das halt die Reifen so ein bisschen durchdrehen, eigentlich ganz gut soweit. Da müsste man dann halt mehr testen, den Wagen. Und vielleicht gegen andere. Ja, aber ich finde so von den ersten Eindruck ist der Wagen eigentlich ganz cool. Die Tuning-Optionen sind ein bisschen besonders so. Da fand ich den anderen Wagen, den ich davor getestet habe, und getunt habe, auf jeden Fall cooler vom Aussehen so. Aber gut, vielleicht gibt es jemanden, der den Wagen besser findet als den anderen. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch den Wagen schon geholt habt. Und ja, wenn, ja, das war's dann glaube ich auch schon. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr den Wagen findet. Hättet ihr was anderes getunt oder so, das würde mich interessieren. Und dann würde ich mich nochmal ein Like freuen, wenn ihr keine weiteren Videos rund um GTA verpassen wollt. Dann abonniert unbedingt meinen Kanal, aktiviert die Glocke und dann bin ich auch schon wieder raus. Ciao Leute!